Ah, gut, wen geht's weiter? Letzte Folge bin ich umhergeirrt und ich hab das ganze Level nochmal durchgesucht und pipapo und tralala und jetzt habe ich am Ende dann doch den Gang gefunden. Willkommen zurück zu Code Vein. Es gibt einen Fortschritt mit einer Cutscene. So, every spring we've found so far leads back to here. Come on, let's head in. The source can't be far off. Dann hoffe ich, dass du recht hast, Kollege. So, Code Vein, geht in die nächste Runde. Wir müssen mal lang. Form ist aus der Hölle. Himmraten sind stabil. Das ist tatsächlich ziehen sie. Ruckelig. Also ich weiß, wie viele Bosse es insgesamt sind. Es sind 15 oder 16. Wir haben gerade mal 4 besiegt. Also, nee, stimmt gar nicht. Wir haben Oliver, wir haben Delirium, wir haben. Ja, es sind 4 Bosse von. Das heißt, 11 Bosse müssen noch vor unserer Nase herumtanzen. Okay. Die Waffe. Ich bräuchte irgendwie mal eine Waffe, die hat so ein bisschen. Wow! Okay, das hat gerade einen richtig harten Anolondo-Vibe. What? Kathedrale des Heiligen Blutes. What? 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 Alter, haben sich aber echt schon sehr an Dark Souls orientiert, oder? Da haben sich aber richtig an Dark Souls orientiert. Okay, das ist mal ein Augenöffner. Von den ganzen dunklen Gängen dann mal tatsächlich in diese Kathedrale. Wow. This looks awesome. Okay, das ist ja wirklich mal jetzt ein. Haben sie sich vom großen Bruder abgeguckt? Das looks awesome. Ich kann durch Level upen. Nein, noch nicht ganz. Es hat echt sowas. Hat echt so ein Dark Souls Touch. Weil die Dralle aufgebaut ist. Lass mich raten, das ist ein Boss. Looks like a boss. Oh, it is. Oh, boss. Meine Güte, geben die immer mal. Erfahrung 1900. Ich habe jetzt mit vieles gerechnet, aber nicht damit, ehrlich gesagt. Jetzt mal hier. Schlungene Gänge. Trauer des Heiligen.
scheint über mir zu sein. Ich hab's geholt. Ein Stück. Ich meine, das kann man nicht vergleichen mit Anolondo, weil Anolondo ist halt. Ist halt Anolondo, ne? Und das ist hier halt nochmal. Eigentlich schon, grafische Qualität oder Designqualität ist da halt anders. Das Design von der Kathedrale von Anolondo ist halt unvergessen gut. Das ist jetzt auch nicht schlecht, das hat viele Ornamente und so. Ich mag sowas total gern. Das ist. Oh, jetzt kriegen wir Endgame-Sachen. King Endgame-Sachen. Habe ich etwa Bosse verpasst? Oder spielt das jetzt alles noch hier? Scheint jetzt nur noch alles hier zu spielen, oder? Raus aus der Stadt und den dunklen Gängen jetzt nur noch in die Kathedrale. Für 5-6 Gebiet. Dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Da ging es nicht weiter. Das heißt, hier geht es auch wieder weiter. Da habe ich da oben umgesetzt. Da ist eine Tür und das war's. Dann gehen wir auf die andere Seite, wo ich in die Mitte durchführe. Oh, das ist bitter. Jetzt habe ich kein Ico mehr. Das heißt, die Kathedrale ist genau der Ursprung von allem. Blutrituale gemacht und haben die Welt ins Chaos gestürzt. Königinstahl, okay. Hat's aber ganz schön zerrissen hier. Ja, das sieht echt hübsch aus, aber ja, mal ein bisschen nach und nach die. Dann auch schwer. So, da oben ist übrigens auch schon einer, der auf uns wartet. Wollen wir jetzt mal hoch? Ja, meine Karte ist ja nicht. Darüber gesprungen. I don't think so. Wir haben ja keinen Springen. Aber wollen wir wahrscheinlich auch nicht gehen. Der ist nur Jump. Boah. Krass ist das hier verwinkelt. Sieht schon sehr. Also, wie das hier so ornamenttechnisch aussieht, das ist schon. Kann sich sehen lassen. Kann sich sehen lassen. Weil es kann doch jetzt nicht alles nur noch in dieser Kathedrale spielen. Das würde mich schon echt. Jetzt gehen wir hier Game-Sachen. Ah, okay, das ist der Mittelpunkt.
die Büsse aus. Regenerationsaktivierungsfaktor, yay! This is awesome. Erhöhte Regeneration. Habe ich schon mit 19.000 herum. Mindestens jetzt schon zweimal Level up. Ja, habt ihr übrigens auch schon am Horizont das Gefühl, dass ich jetzt gleich tot bin? Okay, jetzt muss ich mal gucken. Da drüben war ich nämlich schon. Zur Hölle war ich jetzt noch nicht. Ich kann halt die Tür nicht aufmachen. Ist ja auch nichts, ne? Hier ist nothing. Okay. Wer hat, wenn man sich hier von Dingsbums zu Dingsbums hier war ich noch nicht. Hier bin ich nicht weitergegangen. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, was dieses Schild jetzt macht. Wieder. Hat die eine Range, ey. What the fuck? Ich weiß, ich habe mich jetzt nicht getraut, das Schild anzugreifen, weil ich nicht genau weiß, was das jetzt eigentlich macht. Ich bin jetzt mal zurückgegangen, damit ich mein Zeug nicht verliere.
Holy moly, würde ich mal an dieser Stelle sagen. Oh. Vierundzwanzigtausend hast. Weil die man lieber schon ausgeben, oder? Weil der Schotter weg ist. Ich könnte vielleicht noch mal zurückgehen, um mal zu gucken, ob ich vielleicht meine Waffe aufpimpen kann. Persönliche Mahlzeit von Coco, ein Geschenk von Coco. Es ist ihre Lieblingsrezept mit vielen Gewürzen. Man sagt, dass mit Sorgfalt hergestellte Gegenstände etwas vom Dunst des Schöpfers erhalten. Ja, danke. Nehmen. Nehmen. Gib mir mehr Lebenspunkte, mehr Angriff, mehr. Dann gehe ich mal ganz kurz teleportieren zur Basis und werde mal gucken, ob ich die Sachen aufpimpen kann, wie zum Beispiel das Cape, was ich jetzt anhabe. Das würde ich gerne mal upgraden. Hi, did you need something? I know it's a bother, but I'll need you to bring the necessary. There's a shortage. Ausrüstung aufwerten. Which blood veil do you want to upgrade? Ich würde gerne das, was ich anhabe, Rabenanzug. Da kriege ich auf jeden Fall mehr Damage auf die Talente. Rabenanzug aktuell 0. Das, da kann ich nichts upgraden. What do you want to upgrade? Kann ich die Waffe upgraden? Da habe ich ja. Die kann ich nicht upgraden auf wieder von mir Königinstahl, fehlt mir da. Den Zweihänder kann ich aber upgraden. Auch Labris des Tyrannen könnte ich upgraden. Die Sichel kann ich nicht upgraden auf Stufe 5. Da fehlt mir halt Königinstahl, aber das bekommen wir ja jetzt hier gerade. Bajonett des Verschlingers ist deutlich schlechter. Aber eine höhere Skalierung. Es ist eigentlich besser, Bajonett der Verlorenen. Ist auch viel schneller, was Wirklichkeit angeht. Which blood veil do you want to transform? Ach, jetzt kann ich gucken, ob ich da was. Damage. Talente. Dunkelheit würde ich damit erhöhen. Kann ich da irgendwie. Ja, aber was ist denn jetzt hier? Ach so, das ist das. Ich würde das gerne aufbessern. Erleichterung plus 4. Das erhöht meine Dunkelheitstalente, Befestigung und Verteidigung, auch den Angriff. Aktuell, wo habe ich denn was? Gucken wir mal lieber da.
Ich hab halt. Hier habe ich halt was. Blitz. Blitzschaden. Bekommt Blitzabwehr und Blitzschaden. Ja, bringt halt nicht so viel. Nur Merkur wird mir auch nicht viel bringen. Warum habe ich eigentlich genau die beschissenen? Was ich halt bräuchte, ist halt. Boah, das ist halt übel. Grabenanzug Talente plus 4. Das ist das Einzige. Das hier ist auch noch gut. Festigung. Das Talente brauche ich, was das EOS Chrom. Na gut. Okay. Das ist schon gut gemacht mit der Kathedrale. Na gut, liebe Leute. Ob wir wirklich richtig stehen, sehen wir, wenn die Folge angeht. Keine Ahnung. Ich würde sagen, ich mache mal hier einen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich beende diese Aufnahmesession hier mit Control. Das hat mich jetzt auf jeden Fall ziemlich überrascht mit der Kathedrale hier. Und dann geht's in der nächsten Aufnahmesession weiter. Und dann werde ich mal gucken, ob ich vielleicht mal wieder mit meiner geilen Superwaffe spiele. Und hier ist eine gute Möglichkeit, um hier durch die Gegner durchzuzimmern. Mal gucken, ob wir das spielen. Also, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Tschö.